Sehr willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der Bundesliga-Prognose für die Saison 2017-2018. Heute der 30. Spieltag mit unter anderem den Meistern aus Bayern und beziehungsweise Meistern aus München. Dazu gibt es das Aufsteigerduell zwischen Hannover 96 und dem VfB Stuttgart und es gibt den Kampf um die Champions League, Leverkusen gegen Frankfurt. Also sehr, sehr spannende Spiele auf jeden Fall. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da würde ich mich drüber freuen. Tierischer Support ist immer appreciated. Ja, ihr wisst, Support ist kein Mord. Nicht mein Spruch, ist aber trotzdem wahr. Und dementsprechend würde ich mich freuen. OneFootball ist in der Beschreibung verlinkt. Da kriegt ihr die neuesten Live-Scores, Transfergerüchte, Kaderinformationen. Unter anderem zu Nico Kovac, dazu zu Salif Sané. Das sind die beiden Personalien gewesen, die gestern groß im Gespräch waren. Kovac, neuer Trainer zur neuen Saison beim FC Bayern. Und Salif Sané wechselt zum FC Schalke 04. Die holen sich also wieder einen neuen Sané, nachdem sie ihren Leroy verloren haben. Wir kommen mal zu den Tipps für dieses Wochenende. Auch dazu könnt ihr mir natürlich gerne wieder zu jedem Spiel eure Meinung in die Kommentare schreiben und euren Tipp. Bei mir lief es letzte Woche ganz gut eigentlich. Ich habe leider Gottes in meiner Tipprunde nicht auf Bayern getippt, sondern auf Augsburg. Das war ein bisschen blöd, aber ich habe ja im Video gesagt Bayern. Ich habe Wolfsburg falsch getippt. Das war es dann am Samstagnachmittag. Gut, Hamburg, aber das hat auch kein Mensch erwartet. Und am Sonntag lief es eigentlich auch ganz gut, auch wenn ich nicht gedacht hätte, dass am Montag dann Leipzig 1-4 aufs Maul bekommt. Aber kann man auf jeden Fall so machen. Ich hoffe, diese Woche läuft es genauso gut. Der VfL Wolfsburg spielt am Freitagabend, also heute gegen den FC Augsburg. 2-1 ist da mein Tipp. Wolfsburg letzte Woche mit dem Sieg gegen Freiburg das erste Mal den Sieg geholt. Und ich denke mal, dass die jetzt Bock haben, sich ein bisschen da unten zu distanzieren. Von den direkten Abstiegsplätzen von Köln und von Hamburg, die jetzt ja auch Druck machen. Gerade Hamburg nach diesem Sieg. Gut, Köln hat nur unentschieden gespielt, ist damit halt wieder... Sie steht sehr, sehr schlecht da, aber nichtsdestotrotz gegen Augsburg, das ist auch ein Gegner, gegen den man gewinnen kann zu Hause. Und dementsprechend nehmen sie den Schwung aus Freiburg mit und holen sich da den Sieg. Apropos Köln, das ist das zweite Spiel gegen Hertha BSC Berlin. Hertha BSC diese Saison Himmel und Hölle. Mal richtig stark, mal, naja, eher nicht so gut. Allerdings glaube ich, dass es gegen Köln reichen wird zu Hause zu einem Heimsieg. Normalerweise bin ich aber skeptisch bei solchen Spielen. Gerade kleinere Gegner oder gerade Köln, die halt Mentalitätsmonster sind in der Rückrunde. Allerdings jetzt nicht mehr. Rutenberg wurde jetzt auch schon ja, quasi freigestellt, beziehungsweise wurde gesagt, er wird nicht zur neuen Saison der neue Trainer bleiben. Und dementsprechend, ja, Köln verliert mit 2-1. Leverkusen gegen Frankfurt. Das ist halt dieses spannende Spiel, weil es um die Champions League geht. Grundsätzlich habe ich ja gesagt in meiner Prognose zum Ende der Saison hin, dass Leverkusen in die Champions League kommt und dass Frankfurt in die Euroleague geht. Ich bleibe auch dabei und ich glaube auch, dass Leverkusen das Ding gewinnen wird. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens, sie sind zu Hause extrem stark. Sie haben sogar drei Gründe. Zweitens, sie nehmen den Schwung aus Leipzig mit, da 4-1 zu gewinnen. Das gibt auf jeden Fall Selbstbewusstsein. Und drittens, Frankfurt hat jetzt gerade so ein bisschen einen Rückschlag dadurch, dass Kovac weggeht. Natürlich wird das jetzt nicht viel ändern, ja, und wird jetzt nicht viel am Spielstil ändern der Mannschaft oder irgendwas. Aber ich denke mal schon, dass es ein bisschen ein kleiner Blow ist für die und dementsprechend verlieren die 2-1 gegen Leverkusen, was ja auch keine Schande ist. Auswärts kann man in Leverkusen durchaus mal verlieren. Hoffenheim gegen den HSV. Der HSV mit einem ganz, ganz wichtigen Sieg gegen Schalke. Ich habe das Gefühl, die müssen endlich mal machen, dass Schalke in der Rückrunde nicht auswärts gegen den HSV spielt. Das ist jedes Mal wieder eine Katastrophe. Ich weiß nicht, was mit Schalke los ist. Warum Hamburg denen nicht liegt? Ich habe keinen blassen Schimmer. Das war ja so eine schlechte Performance von Goretzka und Co. Und ja, verdienter Sieg der Hamburger. Gegen Hoffenheim wird aber, denke ich mal, nicht klappen, gerade auswärts. Ich denke, Hoffenheim gewinnt das Ding mit 2-1. Vor allem, weil die nach Europa möchten und einen Sieg brauchen. Und die werden sich den dementsprechend auch holen. Das ist meine Meinung. Hamburg ja, ist damit dann ganz, ganz schlecht. Oder steht ganz, ganz schlechter, was den Abstiegskampf wieder angeht. Zumal es die nächsten Wochen nicht unbedingt einfach wird, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Sie spielen gegen Freiburg zwar zu Hause, aber dann geht es auswärts gegen Wolfsburg, die ja auch noch im Abstiegskampf sind, um Relegationsplatz. Dann geht es am 33. Spieltag auswärts in Frankfurt. Auch ganz schwierig. Und am letzten Spieltag geht es zu Hause, aber gegen Gladbach. Also, ach ja, zumal ich halt eben sage, dass beispielsweise dass Wolfsburg gewinnt und Mainz spielt ja auch noch. Die dürfen wir natürlich dabei auch nicht vergessen, aber zu denen kommen wir gleich. Wir kommen erstmal zu Bayern gegen Gladbach. Gladbach hat einen wichtigen Sieg eingefahren, definitiv, gegen die Kollegen aus Berlin. Das war zwar nicht verdient, aber nichtsdestotrotz war es wichtig. Die Fans waren nicht zufrieden damit. Ich denke mal, dass sie zufrieden sein werden mit dem 2-0 in München. Niederlage. Ich glaube nicht, dass Bayern das verliert. Bayern ist Meister, klar. Bayern braucht nicht mehr gewinnen, klar, aber... Ich denke nicht, dass sie sich großartig schonen werden. Ich glaube, die möchten Gladbach trotzdem noch besiegen und das werden sie auch tun mit 2-0. Gladbach, da hapert es einfach in der Offensive, ne? Also ich meine, Hazard hat klar die beiden Tore gemacht, aber die brauchen einen Stürmer zur neuen Saison, ganz, ganz dringend. Vielleicht der Torres, der geht ja weg von Atletico, vielleicht wäre das ja einer für die Gladbacher. Schreibt mir dazu mal eure Meinung in die Kommentare. So, Revierderby haben wir dann noch und zwar am Sonntag um 15:30 Schalke gegen Dortmund. Ein Duell auf Augenhöhe. Dortmund hat sich ein bisschen in, ich sag mal, Form geschossen mit dem 3-0 gegen Stuttgart. Schalke... Ja, hat jetzt Druck nach dem Spiel gegen Hamburg, gerade wenn sie Zweiter bleiben möchten. Ich
Ich denke mal, das wird ein ausgeglichenes Derby und wird irgendwie im Hinspiel. Aber nicht 4-4, sondern nur die Hälfte davon 2-2. Unentschieden sehe ich prädestiniert in diesem Derby, weil ich einfach weder Schalke noch Dortmund so viel stärker sehe, dass sie den anderen besiegen. Und gerade weil diese Derby sowieso, da zählt Heim- oder Auswärtsspiel nicht. Von daher unentschieden. Leipzig gegen Bremen. Gleiches Ergebnis wie Dortmund gegen Schalke. Warum? Bremen zu Hause extrem stark. Bremen in den letzten Wochen allgemein sehr, sehr stark. Und Leipzig, ja, 1-4. Dazu das Ding jetzt gegen Marseille. Ich denke mal, die sind ein bisschen demoralisiert. Ich glaube, für die Champions League wird es sowieso nicht reichen. Vielleicht werden sie jetzt eine Trotzreaktion zeigen und gewinnen in Bremen. Allerdings tippe ich trotzdem 2-2. Einfach weil Bremen solche Spiele liegen. Gerade solche Spiele, 18 Uhr, Flutlicht, Weserstadion. Vielleicht noch scheiß Wetter am Sonntag, ich weiß es nicht. Das prädestiniert, wirklich prädestiniert dazu, dass es ein Punkt wird und dementsprechend 2-2 zwischen Bremen und Leipzig. Und letztes Spiel ist dann Mainz gegen Freiburg und Mainz hat gegen Köln einen glücklichen Punkt geholt, war aber besser, hätte am Ende sogar noch gewinnen müssen eigentlich. Und Freiburg, ja, hat gegen Wolfsburg verloren und es sieht wirklich schlecht aus für die, weil die spielen noch gegen alle unten drin und die können sich noch richtig reinreiten da selber. Ich glaube, sie verlieren, weil Mainz zu Hause spielt. Mainz ist zwar Mainz ist gar nicht stark dieses Jahr. Aber ich glaube, ich habe einfach ein Gefühl, dass Mainz das gewinnt tatsächlich mal am Montag um 20:30. Wird auf jeden Fall interessant, aber ich sehe das genau so kommen. Und dann haben wir natürlich noch 96 gegen Stuttgart. Ja, und da haben wir wieder so die Problematik. 96 auswärts, 96 nach Sieg, 96 gewinnt gegen Bremen, wie ich es vorher gesagt habe. Die Reaktion musste kommen. 96 ist jetzt relativ safe, ja, wird wahrscheinlich nicht mehr absteigen, aber nichtsdestotrotz musst du eigentlich nachlegen. Dazu kommt unter der Woche jetzt der Blow, dass Sané geht. Das war klar, das ist auch vernünftig, dass der geht, aus seiner Sicht und absolut nachvollziehbar. Werde ich auch im Podcast am Sonntag was zu sagen. Also, wenn ihr genaueres wissen wollt, schaut den euch auf jeden Fall an, da werde ich nochmal ein bisschen genauer darauf eingehen. Stuttgart hat jetzt die Niederlage gehabt und, ja, keine Ahnung, allgemein... Bei Stuttgart spielen viele Spieler, die gegen 96 oder viele Funktionäre auch, ne? Also wir haben da einen Korkut, wir haben einen Schirundolo und wir haben einen Zieler, die möchten sicherlich gegen ihren Ex-Verein gewinnen. Und das Problem ist, sie spielen zu Hause und da sind sie sehr stark, aber ich tippe trotzdem auf einen Unentschieden, weil Stuttgart lag uns in den letzten Jahren. Im Abstiegsjahr ist das gelegen, da haben wir da irgendwie gewonnen, ich weiß nicht, das war Christian Schulz mit dem Doppelpack. Ich meine, Chris Schulz mit dem Doppelpack war das. Und im Aufstiegsjahr, jetzt letzte Saison haben wir auch auswärts in Stuttgart gewonnen, in der 90. Minute. Ich glaube, dass wir diesmal einen Unentschieden holen und uns damit endgültig mehr oder weniger absichern. Ja. Das war's von dieser Episode der Bundesliga-Prognose für die Saison 2017-2018, 30. Spieltag. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Das war es und ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag. Ein wunderschönes Fußballwochenende. Ich hoffe, ihr genießt es und habt richtig Bock auf die Bundesliga. Wir sehen uns nächste Woche oder Sonntag beim Podcast oder bei einem der anderen Videos wieder. Ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis dann. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.